Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4 mit mir von der Gamblisters Hobby. So, guck mal an, wir können hier sogar zurücklaufen. Da, wo es weitergeht, wo wir aufgehört hatten. Und da haben wir sogar einen Zettel. Testliste. Die kenne ich noch gar nicht. 8.1. 8 Pillendöschen. Bill sortiert diese Döschen nie. Ich werde die ganze Nacht wach sein, um sie zu sortieren. 12 Dosen Schinken, 8 Dosen Bohnen, 4 Schachteln Verbandszeug, 1 Kiste kanadischer Whisky, 10 Schachteln mit Kugeln Kaliber 20. 1.4. 1 Pillendöschen, Sardinenbüchse, bla bla bla. Was? 3 Sardinenbüchsen? Egal wie hungrig ich bin, die werde ich niemals essen. Eine Flasche Morphium? Kaum zu glauben, dass ich das gefunden habe, oder? Gut gemacht, Bill. Okay, 13.06. oder sind das Datum? Ich weiß nicht. Eine gute Flasche Scotch, die ist für uns, Joel. Ein Kevlar-Weste, die sollte einen guten Preis erzielen. 2.88 Pillendöschen. Joel, vergiss nicht, dass alle diese Döschen so schnell wie möglich zu Donovan im West End District geliefert werden müssen. In Klammern ganz unten, ich weiß, was du denkst. Echt schwache Lieferung. Bill verspricht, dass die nächste Lieferung besser wird. Okay. So, hier haben wir sonst nichts, nehme ich mal an. Oder erwartet uns hier auch noch eine Überraschung? Was zu finden? Ist ja immerhin so eine Art Zwischenstopp, so ein Safe Room, aber leider keine Munition oder sonst was. So, wir können mit ihr reden. Guck an, dahinter ist ein Loch. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Ah, okay, jetzt geht's da wohl rein. Ich habe gedacht, sie will hier irgendwie durchs Fenster. Na los. Davor als letzte. Ein Generator? Für was? Den muss ich wohl aktivieren. Ansonsten kommen wir wohl nicht weiter. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, doch, sieht auch ganz gut aus. Sehr schön. Jetzt kann man auf den Knopf drücken. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie. Wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Okay, da haben wir doch was. Nostalgiker, Patrouillenroute. Eine Karte mit den Patrouillenrouten außerhalb der Zone. Okay. Ob uns die Karte nützlich sein wird? Ich hoffe es doch. Die Panzerknacker waren unterwegs. Sonst etwas hier drin? Nee, ne? Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Mach ich. Okay, wir können, kommt hoch. Können wir echt? Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Oh je. Mal gucken, ob ich das hinbekomme.
Fliegen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Tja, das war sie wohl noch nie. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Bis jetzt nochmal eine Frau. Ein paar Flaschen. So, da können wir wohl rein. Da müssen wir wohl auch rein. Schauen wir uns logischerweise erstmal drumrum. Drumrum. Da haben wir auch nichts. Okay, alles klar. Die bleiben stehen. Hier geht's lang. Wir bleiben in geduckter Stimmung. Oder ist das ein Video? Sieht so aus. Keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du kennst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Er bitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Mal schauen, ob ich gleich was machen muss. Das hier könnte sich richtig lösen. Bleib still. Genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Okay. Oh, Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess, lauf. Lauf! Los! Wir sollten weg. Los, komm! Ich mach mich mal sicher. Zahlen wir schon mal an. Das war knapp. Bis wohin geht das Licht? Meint ihr, da hinten gibt's was zum Sammeln? Okay, wir wollen es mal nicht riskieren. Bin ich nicht zu langsam, wenn ich schleiche? Ich habe keine Ahnung. Verdammt, da. Ich sehe sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da oben nicht sehen. Sind Sie wirklich hier lang gekommen?
bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Okay. Darf ich mir jetzt selbst aussuchen, wo ich lang will? Die sehen mich nur, wenn sie mich anscheinen, oder können die mich auch so schon sehen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Irgendwie fühle ich mich bei dem hier sicherer durchzuschleichen. Es ist nur die Frage, wann er genau hier rüber schwingt. Wie wär's, wenn die Dame aus dem Licht raus... Achso. Okay, da ist irgendwie gar kein Licht mehr. Boah, Schock, ey. Guck mal, hier geht's rein. Siehst du irgendwas? Alles klar hier. Du siehst davon? So weit, so gut. Okay. Keine Ahnung, wo ich langlaufe. Ob ich hier richtig bin? Hier kann keiner sein, scheinbar. Die stehen dort. Ich muss sehr wahrscheinlich da hoch. Ich mache jetzt mal keine Taschenlampe an, wer weiß. Ah, guck mal an, Schere. Oha, man findet mal etwas. Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Na, kein Wunder, dass ich eine Schere gefunden habe. Hier war wohl mal eine Küche. Okay, mehr scheint es hier aber nicht zu geben. Oh, da hinten sind sie, okay. Ah, scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass die mich schon sehen würden, ey. Ich habe gedacht, die sind nur da hinten. Na gut, okay. Auf ein neues. Wir müssen durchgekommen. Oh, ab hier sein. Schon wieder. Bleib zurück. Ich kann da unten nicht sehen. Sind die wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag, also weiter suchen. Unten bleiben. Ja gut, sonst den sehen Weg, sie dich. Den Weg wissen wir ja jetzt. Und weg ist er wohl. Okay. Ich hatte mich doch gar nicht gesehen, was soll denn das? Kann ich immer wieder mich sehen konnte. Die leuchtet ja noch nicht mal hier rüber. Wow. Warum sind da jetzt auf einmal Leute?
Vorhin waren da keine Leute. Was soll denn der Mist? Da. Ich sehe sie. Die müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich kann da unten nichts sehen. Sind sie wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag. Also weiter. Da unten bleiben, sonst sehen sie dich. Da los, Kleine. Bleib bei Joel. Das war echt eng. So, jetzt ist er aber mal wieder weg. Dann warten wir mal kurz. Windell River. Guck mal, er leuchtet noch nicht mehr hier rüber, aber wie konnte er mich vorhin sehen? Na, da oben ist noch einer. Ist hier keiner? Siehst du irgendwas? Alles klar hier. Und siehst du davon? So weit, so gut. Okay. Okay, damit sind wir wieder hier. Hört man wahrscheinlich überhaupt nicht, dass hier jemand im Wasser rumläuft. So, die Schere nehmen wir wieder mit. Und jetzt irgendwie hier lang. Ich kann welche hören. Mist, runter. Los. Achso, da ist weggegangen. Kommt der wieder? Ich würde da nämlich gerne auf... Ich würde da nämlich gerne noch gucken, ob es da was zum Sammeln gibt. Jetzt weiß ich nur nicht, ob er wiederkommen wird oder nicht. Das würde ich gerne nochmal ausprobieren, nochmal versuchen. Nee. Nee, hier ist auch nichts. Hätte was versteckt sein können? Ich weiß ja auch nicht. Das rein zu Durchschleichteil. Der rein zu Durchschleichteil hier so. Wir bleiben mal in der Hocke. Hier können wir durch. Na super. Ist ja überhaupt nicht laut, wenn wir das Ding aufmachen wollen. Nichts drin. Was ein Wunder. Ist ja nur klar, dass hier nichts drin ist. Na ja, klar. Ist überhaupt nicht laut. Überhaupt nicht laut. Mist, noch eine Patrouille. Los, geht in Deckung. Komm schon, Joel. Ich komme. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Es sind so viele, Tess. Oh, Mann. Oh, Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch, sie abzulenken. Okay.
hier geht's nirgendwo hin. Doch, da. Hui. Okay. Scheiße. Da kam bestimmt einer noch von hinten dann plötzlich, der uns dann gesehen hat. Okay. Das ist wohl etwas, wo wir ein bisschen zu knabbern hätten. Gucken wir nochmal nach, ob es hier was gibt. Nein. Oh Mist. Versuch sie abzulenken. Okay. Ach komm. Ich wollte ihn gerade erwürgen, ey. So, beim nächsten Mal wird's besser. So viele sind es ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Die müsste man eigentlich alle kriegen können. Schneller. Das geht mir echt zu langsam. Es sind mehr Lichter. Mist. Das war knapp. Aber wirklich. Ups. Der hätte einen Helm auf. Ich weiß nicht, ob das mit dem Messer gegangen wäre. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Da durchs Fenster wahrscheinlich, ja? Ach, das ist gar kein Fenster, stimmt. Hier durch. Na los! Den da oben kriegen wir, denke ich mal, nicht so leicht. Oder gar nicht. Werden wir uns weiter verfolgen? Wir sollten zumindest nicht hier warten. Das war verdammt knapp, Tess. Ich hoffe, du bist es wert, Kleine. Das hoffen wir alle. Okay, hier gibt es wohl nichts mehr. Mal geguckt haben, ne? Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Es wird so anders. Hier ist wohl nichts. Puh, wir haben es geschafft. Sehr schön. Warte mal. Mal sehen, wo es hinführt. Gucken wir mal. Einfach nur mal gucken, ist immer das Beste. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. So, haben wir hier irgendwie was zum Einsammeln? Eine Schaufel, die könnte man doch eigentlich auch voll nehmen und als Waffe nutzen. Aber gut. Nee, wir haben hier wohl nichts. Sieht's aus. Hier müssten wir durchpassen. Hier müssten wir auch mal irgendwo mal auch mal was finden, oder? So munitionsmäßig oder so. Wie viel haben wir überhaupt? 4 Kugeln haben wir. Mehr nicht. Ist nicht gerade viel. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln.
Wir versuchen natürlich im Dunkeln zu bleiben. Aber ich will natürlich auch rumgucken. Okay, hier drin sind sie ja bestimmt nicht mehr. Oh. Da gibt's einen Weg, hier gibt's einen Weg. Okay. Jetzt ist die Frage, wo es lang geht. Hier dran kann ich mich gerade nicht erinnern, dass bei meiner Frau hier auch zwei Wege waren. Einmal hier die Tür und dann einmal da den Weg. Müssen wir gucken, ob es hier irgendwo weitergeht. Nee. Dann ist das hier so ein kleiner Bonusraum auf jeden Fall. Sehr schön. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Einmal alles auf Sonne. Ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Irgendetwas Brauchbares. Irgendwie finde ich nichts außer Werkzeug. Immer und immer wieder aufs Neue. Oh, eine Schere. Oder Teile einer Schere zumindest. Mehr wohl gibt's wohl nicht. Ansonsten müssen wir wohl hier lang. Des, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Okay, hier gibt's nichts. Ich kann gar nicht lauschen. Warum eigentlich? Wird es warm unter den Kopfhörern. So, wir bleiben mal hier am Rand. Okay, die laufen einfach durch die Mitte. Dann hätte ich das eigentlich auch machen dürfen. Ich würde sagen, wir sind bei 29 Minuten. Das war es wieder für heute. Diese eine Minute, da gehen wir jetzt nicht hier durch die Tür. Das heißt, was hier hinter dieser Gittertür dann passiert, wenn wir raustreten, das erfahrt ihr im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, auch beim nächsten Teil oder sogar auch bei anderen Let's Plays von mir. Ich würde mich freuen. Viel Spaß noch. Das war von der Gameplays als Hobby mit The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4. Tschüss.